Ja, jedenfalls, wenn ich da mal einen Hacker töte und dann einfach so aus Spaß sage, aus Ironie, so, ja, meine Hacks waren wohl besser als die von dem Typen, dann meine ich, das sind doch nicht ernst, Leute. Deshalb nicht immer alles ernst nehmen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games. Und mit dabei ist der Ritzax PvP. Hallo. Hallo und ja, wir spielen heute mal zusammen eine Runde SG. Wir haben uns vorhin auf der Single-Börse kennengelernt. Auf jeden Fall ein sehr netter Typ, der Ritzax hier. Ja. Ja, okay, ich renne direkt zum Bahnhof. Und ich habe auch eine Kleinigkeit hier nochmal anzusprechen. Ich spreche das auch direkt an, nachdem ich einen Schwert habe oder eine Waffe, und jetzt habe ich auch eine Waffe, deshalb legen wir mal direkt los. Also, ich will den Typ nur ganz kurz hinter mir töten. So, hier ist leider... Oh! What the fuck? Okay, der ist gar nicht mal so schlecht, aber... Was ist denn los mit dir, Kollege? Ich bin fast down, ich habe zwei aber Herzen. Aber mir ist ein Team. Okay. Die targetet sind mich, oder? Oder? Nee, leider nicht. Was heißt leider? Gut so. Ah, leider nicht, schade. Mann, ich will getargetet werden. Ja, Leute, auf jeden Fall das... der targetet mich. Leider. So, das Thema ist, ich werde es trotzdem mal ganz kurz nebenbei ansprechen. Letztens... Oh, das bist du. Ja, da bist du. Oh, jetzt das Team und der Typ. Das Team und der Typ. Willst du ihn töten, oder? Ja. Oh, okay. Okay, ist down. Sorry, ich musste den jetzt abstauben. Ja, ist ja nicht schlimm. Okay. Ja, Leute, jedenfalls das Thema wäre... Es ist gerade so hektisch, ich weiß nicht, ich warte noch einen kleinen Moment. Wir werden noch den richtigen Zeitpunkt finden. Wohin rennen wir eigentlich? Ich kann gleich nicht mehr rennen. Sollen wir ins Haus rennen? Also da in dieses komische Haus? Die verfolgen mich. Ja, ich renne da einfach mal rein. Ne? Ich versuche sein Teammate zu töten. Geh zu! Perfekt, das ist zugegangen. Boah, hatte ich richtig Glück, ey. Richtig Glück gehabt. Ich könnte gleich nicht mehr sprinten. So. Ich habe ein bisschen Essen dann für dich. Ja? Wenn du willst, ja, also... Aber ich muss erstmal wegrennen vor dem Typen, der verfolgt jetzt mich. Oh, nee, okay. Der bleibt bei dem Haus. Okay, ich gehe einmal ganz kurz hier hoch. Nähe. So, ist gerade echt spannend hier, so. Der ist da unter dir. Ja, ich kann was... Hier ist was zu phrasen. Warte mal, ich schmeiß einen TNT-Block herunter. Also. Oh, da sind doch mehr. Oha, hier kommen richtig viele einfach. Hier ist auch was. Oh, ich sehe schon. Ja, ich will jetzt nicht runter, weil sonst sterbe ich vielleicht gleich. Ich rack halt, wie gesagt, nicht mehr. Ja, warte da eben einfach. Okay. Komm noch zu dir und gib dir dann ein bisschen Essen. Perfekt. Da ist noch einer. Okay. Oh, ich sehe dich wegrennen und... Ja, komm, doch, ich würde sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Okay, warte, hier, komm her, hier habe ich Essen da. Okay, perfekt. Bei Fuß. Sag, wenn du noch mehr brauchst. Okay. So, lass uns erstmal ganz kurz eine Runde wegrennen, dann können wir das auch ansprechen, weil jetzt wird es eigentlich gechillter. Jedenfalls, in den Kommentaren unter den letzten Videos, da haben halt auch ein paar Leute so geschrieben, so von wegen, ja, Pat, warum hackst du? Voll behindert von dir. Hätte ich nie von dir erwartet. Und ja, da habe ich mir gedacht, wie humorlos kann man sein? Also, Leute, alles, was ich in meinen Videos sage, besteht eigentlich aus Schwachsinn, Sinnlosigkeit und nicht ernstzunehmenden Sachen. Und ja, wie gesagt, wenn ich jetzt mal sage, so aus Spaß, ja, meine Hacks waren wohl besser als die von dem Typen, wenn ich einen Hacker töte, Leute, das ist darauf bezogen, dann ist das natürlich alles nur Spaß. Und ja, dann zu denken, dass ich hacke, ja, der hat wohl keinen Bock noch sein Leben oder so, warte mal. Ja, wird wohl nichts, ne? So, der ist jetzt erstmal weggesprengt worden. Hast du einen Stick? Dann habe ich nämlich zwei Eisen. Gerade leider nicht. Okay. Warte mal, ich habe aber einen Helm für dich, warte. So, hier für dich, nur für dich. Okay, komm zum Spawn. Ja, jedenfalls, wenn ich da mal einen Hacker töte und dann einfach so aus Spaß sage, aus Ironie, so, ja, meine Hacks waren wohl besser als die von dem Typen, dann meine ich, das sind doch nicht ernst, Leute. Deshalb nicht immer alles ernst nehmen, das ist meistens natürlich alles nur Spaß. Und eigentlich, ja, man muss die Welt einfach mal ein bisschen mehr Humor sehen. Das ist irgendwie so... Weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie generell komisch. Einige Leute checken's nicht, wenn ich so richtig auffällig etwas betone, weißt du? So, ich sag irgendwie, keine Ahnung, ja, mein Hack war besser als der von dem anderen. Also, wie kann man das denn nicht verstehen?
Ich check das doch direkt, dass ich dann das nicht ernst meine. Naja, okay. Ja, gibt halt so ein paar, die ja. es halt nicht so verstehen. Muss dann immer dazu sagen. Ja, okay, man muss, also, was ich besonders dann auch nicht verstehe, ist, ich sag ja immer noch, nachdem ich den schlechten Witz gemacht habe, so, ja, war Spaß. Weißt du, und wenn man das dann nicht versteht, dann, naja. Aber gut, Leute, dann wisst ihr jetzt halt Bescheid, ne, und dann hat sich das auch geklärt. Und ja, also, immer alles nicht ernst nehmen, was ich sage. Ja, jetzt brauchen wir noch zwei Typen zu töten, dann sind wir auch schon im Deathmatch. Und seid mir bitte nicht böse, wenn ich jetzt ein bisschen verpeilt bin und so, Leute, denn, keine Ahnung, ich bin schon total lange wach und bin voll müde. Wir sind hier gerade auch so Bad Boys und nehmen um fast 0 Uhr auf. Boah, ist das nicht böse? War ich immer so. Oh Mann, ey, wir sind richtig krass heute drauf. Denkst du, wir bleiben bis 0 auf? Spaß. Ja. Ja, zum Beispiel so, jetzt gerade habe ich wieder so einfach Spaß gesagt. Ich weiß nicht, ich sag's automatisch. Ich bin so, keine Ahnung, ich bin einfach scheiße. Okay, den Typen war jetzt ein Typin. No racist. Typin. Warte, ich booste dich, okay? Oh, ja, jetzt war wohl Ende im Gelände. So, Brustpanzer habe ich hier. Brustpanzer. Oh, schau dir das an. Willst du die OP-Waffe haben? Ja. Okay, hier. Geil. Oha, ne, damit kannst du alle one-hitten. Musst du gleich mal ausprobieren. Warte, gib mal her, warte. Moment. Ey, wenn ich jetzt einen damit one-hitte, dann lache ich mir Schrott. Weil es einfach aus Zufall. Ja, stoppst einfach so einen ab, dann halt. Ja, deswegen. Okay, Deathmatch geht jetzt jeden Moment los. Das heißt, es sieht auf jeden Fall schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin mal gespannt, vielleicht kommen wir auch in die neue Deathmatch-Arena, weil es gibt jetzt hier eine neue Deathmatch-Arena. Ist so ein bisschen im Indianer-Style gehalten, aber das seht ihr ja auch alles gleich selber. Und also vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht kommt die Map auch gar nicht dran. Und du hast keinen guten Brustpanzer, deshalb besorgen wir dir mal gleich einen guten. 15 Sekunden noch. Ich habe nicht ein gutes Schwert, ich habe nur. Nein, was Schwert. Hast du? Warte mal, hab ich was Besseres für dich? Ja, das war nur eine Steinaxt. Ja. Ist auch wie nee, ich hab nichts Besseres, tut mir leid. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sehen wir die neue Arena? Nee, leider nicht. Aber der Typ, der hat richtig OP-Stuff. Wer? Warte mal, wer? Guck ihn an. Also beide haben richtig guten Stuff. Alter, okay, die sind echt gar nicht. Ich dachte jetzt, du willst mich so verarschen, weißt du, aber. Nee. Ist der. Nee, geht's bei dir, oder? Oh, ja. Ist gestorben? Ja. Ja, egal. Das, du musst das. Ich werd dich rächen. Jo, räch mich bitte. Okay, warte, so, hier. Oh, der Typ, der ist aber gar nicht mal so schlecht, also. Das muss man den auf jeden Fall lassen. Wie heißt der? Highcomer? Aber der hat auch gerade mit seinen Feuerzeugen ein bisschen gespammt. Dann ist das auch kein Wunder. Oh, der hat bestimmt kein TNT platziert. Das war jetzt natürlich sehr unauffällig. Weil ist genau reingesprungen. So, ja, dann bow-spam ich jetzt einfach mal. Nee. Wie du das nicht checkt, egal, komm, ist warm. GG. Ja, Leute, ich würde sagen, das war jetzt auf jeden Fall eine lustige Runde. SG. Und ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Auf jeden Fall danke fürs mit dabei sein, lieber Marcel aka Ritzeax. Ja, kein Problem. Genau, und schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Und ja, lasst ein Like da für mehr Survival Games. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nehmt nicht immer alles ernst und ciao. Ciao. Ja.